Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Viktoria Kall hat nach einer starken Leistung das Finale erreicht, eine Medaille aber verpasst. Urheberrecht Getty Images. Bei der nordischen Ski-WM sprintet Viktoria Kall überraschend ins Finale. Dort gehen der Deutschen schließlich die Kräfte aus. Eine Norwegerin holt Gold. Langläuferin Viktoria Kall, Zellamelis, hat zum Auftakt der nordischen Ski-WM in Seefeld einen ganz starken 5. Platz im Freistilsprint belegt und dem deutschen Team damit einen Start nach Maß in die Titelkämpfe beschert. Die frühere Juniorenweltmeisterin hatte als erste deutsche Sprinterin seit Claudia Niestert 2003 ein WM-Finale erreicht. In der Medaillenentscheidung der besten 6 fehlte ihr aber dann die Kraft. Mit dem Sport1 Messenger keine News mehr verpassen. Hier anmelden. Anzeige Falle Holt Gold vor Nils Sonden. Ersten Titel in Seefeld gewann die Norwegerin Maiken Kaspersen Faller, die damit ihren Erfolg von Lahti 2017 wiederholte. Olympiasiegerin Stina Nilsson holte Silber, Bronze ging an Marie Eide, Norwegen. Kall, 23, fehlten nach 1,2 Kilometern rund 3 Sekunden zu Platz 3, dennoch war es der größte Erfolg ihrer Karriere. Ringwald scheitert im Halbfinale. Sandra Ringwald, Schonach, die eigentliche deutsche Hoffnungsträgerin, war im Halbfinale ausgeschieden. Die 28 Jahre alte Schwarzwälderin wurde im gleichen Rennen wie Kall Sechste und Letzte, nachdem sie lange auf Finalkurs gelegen hatte. Der Rückstand auf Platz 2 betrug lediglich 59 Hundertstel. Damit wurde Ringwald 12. in der Endabrechnung. Laura Gimler und Sophie Krill, beide Oberstdorf, waren im Viertelfinale gescheitert. Bei den Männern siegte Topfavorit Johannes Høsflot Klebo. Der Olympiasieger aus Norwegen setzte sich im Finale vor Titelverteidiger Federico Pellegrino, Italien, und dem Russen Gleb Retiewicz durch.